ziemlich ausführlich. Die Fragestellung, was ist der Gegnerpluralismus und weiter. Und hier können Sie sich den Klappentext nochmal lesen. Gegnerpluralismus ist alle Ansätze, die als Nation und Volkssein überhaupt und an sich als ein solches verteidigen. Ja, das Buch habe ich insgesamt schon ein bisschen durchgelesen. Das ist jetzt eine Live-Vorlesung von Live-Publikum, wo Globalisierung und Globalismus, Globalismus bezeichnet ist die heutige Gestalt des neuzeitlichen globalistischen Fortschrittsprojekts. Das handelt sich von der Mutation des Liberalismus und Neoliberalismus, Kulturmarxismus miteinander. Verschmelzen alle Fusionen wohl am deutlichsten ideologischen Ausrichtung wirklich mit ihrem Hauptthema. Beispielsweise wie Amazon, Apple, Google, Facebook, Twitter, die ganzen Apps, die wir da kennen, diese sozialen Medien, die wir haben. Das ist, kennen wir ja schließlich alle. Das ist eben ein ausführliches Thema, so global. Und sollten Sie die Formel nicht mal vorlesen. Hier, das geht nochmal hier und da. Das ist ziemlich interessant, habe ich in der Amazon geschickt. Können Sie sich auch einen Teil des Formates stellen. Vielfalt als soziale Menschen, interessant. Weiteres Buch. Das gut im Zustand. Können Sie sich beim Atalus nachstellen, den Sozialismus, den Partikularismus. Ja, sehr interessant. Ja, nochmal das Buch. Das ist eine Live-Vorlesung. Und hier nochmal einige Begriffe aus dem Buch und einige Personen, die ich denke, wenn ich den Hauptwerk. Interessant. Und dann zum zweiten Arten des Ethikualismus. Luftkreuz betrachten. Das ist also schon das Schluss des Buches, aber zumindest sagen wir, das ist ein gutes Buch. Können Sie sich bei Atalus danach bestellen? Ich habe das unten in der Beschreibung verlinkt. Und ja, das Buch können Sie sich beim Atalus nachstellen, okay? Hier. Arthur, die grüne Maus, die unglaublich viel Gleichheit der Menschen Interessant, das Buch, aber sehr interessant gemacht. Alles. Was wir sonst in eurer. Über 200 Seiten, wieder 283. Müssen Sie sich unbedingt bei einer Teile abbestellen. Digitalisierung und Globalismus. Interessanter Buch. Können Sie sich bei einer Teile abbestellen? Kostet insgesamt 20 Euro. Welche Arten des ethischen Realismus ist betrachtet? Interessant.
Ja. Das ist die Logik der Anerkennung. Interessant. Hier nochmal der Treppentext. Logistisch nehmen sich alle Ansätze, die das Extrem und Trotzdem überhaupt an den Rezernen der Verteidigung machen. Okay, soweit für die kurzen Vorlesung. Hier nochmal von vorne das Buch und hier nochmal das Lenken. Interessant. Okay, soweit die Vorlesung. Wir wünschen noch einen schönen Donnerstagmorgen und oder schon mal einen schönen Tag. Ich abonniere Sie bitte auch meinen Kanal, damit Sie keins meiner Videos verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und kaufen Sie sich dieses tolle Buch. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss und abonnieren Sie unbedingt meinen Kanal und verpassen Sie keines meiner tollen Videos. Danke. Tschüss.